Na gut. Gabel? Okay, ja, dann haben wir das hier jetzt ja geklärt. Und jetzt haben wir eine olle Visitenkarte. Dr. Johnsons Visitenkarte. Fühlt sich gut an und wirkt hochwertig. Was soll ich mit einer verdammten Visitenkarte? Was soll ich mit einer Visitenkarte? Soll ich die irgendjemandem geben? Ich. Wenn es eine Kreditkarte wäre, hätte ich ja gesagt, damit können wir an den Bankautomaten oder irgendein Schloss aufknacken. An dem. Ja, gut, ist ja Blödsinn. Ob ich mir eine Visitenkarte ein Schloss aufknacken kann? Metro-U-Bahn-Karte, vielleicht kann ich damit überhaupt an den Bankautomaten. Wie komme ich jetzt denn darauf? Keine Ahnung. Okay, ansonsten. Ansonsten wo muss ich hin? Können wir hier noch irgendwas machen? Okay, ob ich hier noch irgendwas machen kann? Ich hab den jetzt ja schon. Guten Morgen. Was gibt's? Suchst du was Bestimmtes? Dann hör auf, meine. Hey, das hab ich doch schon gefragt. Du bist also noch. Klar. Also, hast du kein Interesse an einem Teleskop-Entenbügel? Mit diesem Baby. Ich hab. Das hab ich doch schon gefragt. Willkommen. Ja, aber. Mir bei. Glaub, aber. Ja, dann. Ja, ich. Und wenn ich schleppe. Ich hoffe. Tja. Gut. Leck mich doch am Fuß. Hey, hey! Verkaufst du noch? Na. Ach, denke ich auch. Der ist momentan. Hey, kleiner Finger weg von. Oh, komm. Von meinem Sch. Wie oft? Achso. Okay. Das ist so viel Zeug. Wir haben nichts mehr zu bereden. Ja, schön. Dates auch? Na, ich hab die Kohle noch nicht zusammen. Und keine Kohle heißt kein Ring. Okay, also er ist, ich dachte, mit dem könnte ich jetzt auch nochmal reden. Hä? Oh, ich. Okay, Oh, ich rede. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, aber. Ach, was habe ich denn jetzt? Also, wir haben dieses Schwert. Ich überleg mal. Das Rattengift. Das können wir dann nicht auf die Kekse streuen. Ich weiß ja auch. Irgendwas fehlt uns, glaube ich. Kann ich? Warte mal kurz. Das hatte ich aber schon gemacht, ne? Ach, wieso nehme ich mir das Geld? Hier. Das gebe ich nicht weg. Hallo nochmal, Murray. Ah, Mann. Ach, guck mal, hä? Da geht etwas Unheimliches in der Stadt vor. Was meinst du, Junge? Mach mir keine Angst. Ja, naja. Sie denken wahrscheinlich, dass das albern ist. Na los, raus damit. Ich bin Officer Murray, Kleiner. Schon vergessen? Du kannst mir vertrauen. Naja, ich meine diese Koala-Bären. Die sind überall in der Stadt. Ich meine, ist das normal? Du hast recht. Und es ist eine Schande. Die stiften überall nur Unheil und machen die ganze Nacht Stress. Unmöglich, da Schlaf zu bekommen. Echt? Wow, ich würde echt gerne so einen Kampf sehen. Würde ich nicht empfehlen. Die sind überraschend blutrünstig.
Ich habe ja kein Problem damit, wenn jemand sich einen als Haustier hält. Aber ich hasse streunende Koalas. Von den Krankheiten, die sie verbreiten, kann nicht erst zu reden. Oder der Tatsache, dass sie sich wie die Ratten vermehren. Koalas als Haustiere? Wow, man lernt immer noch was dazu. Nicht wahr? Ich habe Hunde viel lieber. Oh, und weißt du, was ich besonders hasse? Oh ja, das würde ich wirklich sehr gerne wissen. Diese Ehren-Koala-Fans, die bringen mich echt zur Weißglut. Überall Eukalyptus. Und wegen denen riecht die ganze Stadt nach Koala-Scheiße. Sollte sie in einen Käfig mit 200 von diesen Biestern stecken, alle ausgehungert. Das wäre ihnen eine Lehre. Wow, Mary. Ich habe sie noch nie so wütend gesehen. Tut mir leid. Diese Sache mit den streunenden Koalas geht mir wirklich nahe. Tja, dann lassen wir das Problem mit den Alligatoren in der Kanalisation mal bis morgen ruhen. Na, vielen Dank, Kleiner. Jetzt mache ich heute Nacht kein Auge zu. Okay, Murray. Ich habe was Besseres zu tun. Ich bin weg. Was machst du da noch hier? Na los, ab mit dir. Gott, sie sind aber schlecht drauf, Murray. Das gefällt mir gar nicht. So. Okay. Mir war das Spiel abgeschmiert bei dem Psychiater und ich habe das jetzt und ich hatte es nicht gespeichert. Das heißt, ich musste das nochmal ein bisschen herspielen. Vermutlich war deshalb der Dialog noch da bei dem Typen, weil ich den vergessen habe, noch nachzuholen. Aber ansonsten hatte ich alles. Nur falls sich jetzt jemand wundert. Glaube ich zumindest, dass es daran lag. So, jetzt haben wir mit dem Typen gequatscht. Vielleicht können wir jetzt die Koalas die Angel geben. Den Koalas die Angel. Ich denke nicht, dass... Der hat doch... Oh nein, ey. Ey, das gibt's doch nicht. Jedes Mal... Das ist halt das Doofe, wenn man mehrere Monitore hat. Und dann hier auf der Seite, wenn ich die aus Versehen raustappe... auf den anderen Monitor minimiert sich das Spiel und es ist zum Kotzen. Also hoffe ich, dass die Synchro jetzt wieder stimmt, weil ich dann natürlich die Aufnahme pausiert, die Sprachaufnahme läuft weiter und das geht mir voll auf den Sack. Das ist blöd. Aber ich nehme das immer separat auf, Video und Sprachaufnahme, damit ich die Tonspur noch anpassen kann im Nachhinein. Ja. Denn ich nehme das mit Shadowplay auf. Nur mal so am Rande erwähnt. Koala. Also ich muss mal gucken, hier muss doch irgendwie... Ich denke nicht, dass das klappt. Sag mal... Mads Wohnung... Da gehe ich ja, nicht stimmt, wieder rein. Mann. Mein Arsch steht auf dem Spiel. Okay. So, ich weiß gerade nicht so ganz, ich bin jetzt gerade... Ach, hier ist ja der Typ noch. Irgendwas ist hier mit der... Ich glaube nicht, dass er mir die... Irgendwas ist ja mit der Farbe. So. Den kann ich hier nicht versenken. Blöd. Das ist rote Farbe. Kann ich denn hier rot anmalen? Ich... Ach, warte mal. Kann es sein? Hey! Wir haben noch hier die Figur. Jetzt trägt er einen schicken roten Anzug. Ach, guck mal an. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür wir den brauchen. Jetzt braucht er nur noch eine blaue Mütze. Kann ich den hier fixieren? Ich glaube, da fehlt noch was. Ja, ja. Ach so, ja, klar, da fehlt die blaue Mütze. Wie kriege ich die Mütze blau? Ach. Kann es sein? Oh mein Gott, ja, alles klar. Wir brauchen die
Wir brauchen bestimmt die Billardkreide, die blaue. Scheiße, und dafür müssen wir wieder den Typen ablenken. Oh Gott. Oder? Oder kann ich das einfach so machen? Das ist einfach nur dumm. Was? Warum? Das ist ein... Pater Roys Kreide. Ihm die wegzunehmen wäre so schwierig, wie einen Mogwai zum Fasten zu bringen. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Okay, vielleicht ist es auch nicht die Kreide. Scheiße, aber wie kriege ich die Mütze blau? Blöd. Ich denke nicht. Ich will... Wie kriege ich denn den... Warte mal, kann ich dem hier was... das hier geben? Ich will niemanden vergiften. Boah, shit. Wie soll ich den denn ablenken? Vergiss... Ich spiele Billard hier mit. Es gibt kein... Kann ich jetzt vielleicht so ein Bier schocken? Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Die wichtigste Kugel fehlt. Ja. Ein paar schöne Billardstöcke. Bevor Eleni besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. War ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Ach man, es fehlt ja die Kugel. Kann ich dem ein T-Shirt geben? Sowas will... Hatte ich auch schon versucht. Hatte ich das schon mal versucht? Ich weiß gar nicht. Oh, wie kriege ich denn... Kann ich denn sowas geben? Das gibt... Nein, das brauche ich ja vermutlich noch. Fernbedienung, Hammer, Radio, Teleskopstange. Das gibt... Das... Wie soll ich den denn ablenken jetzt? Mit einer Zeitung vielleicht? Ich bin doch hier nicht der Zeitungslieferant. Gott, ich brauche diese scheiß Kreide, oder? Ich glaube, dass ich sie brauche. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Hä? Wieso kann ich das denn jetzt sagen? Elaine, die weiße Kugel fehlt. Oh, irgendein Idiot muss sie geklaut haben. Hey, vielleicht hat der Dieb sie für irgendwas gebraucht. Ja, klar. Und ich bin sicher, du hattest nichts damit zu tun. Hey, diese Anschuldigung verletzt mich zutiefst. Okay, hier. Aber vorsichtig damit, das ist die letzte. Ich bin doch immer vorsichtig. Ja, cool. Okay, ich lass dich mal weitermachen, Elaine. Das ist ja lustig. Jetzt musst du erst an die Billardstöcke. Okay, hier, pass mal auf. Ich werde Pater Roy nicht die Kugel geben. Sondern... Das? Warum? Hey, Pater. Was stimmt nur mit dem Tisch heute nicht? Ich kann einfach nichts einlochen. Bin wohl etwas aus der Übung. Ja, ich weiß, ich sollte mehr üben. Aber was soll ich sagen? Mein Leben hat ein paar neue Prioritäten bekommen. So wie Fernsehen und Online-Poker spielen. Mit Ihrer Einstellung machen Sie es nur noch schlimmer, Pater. Immerhin können wir wieder mit ihm reden. Ja, ich weiß, dass sie schon an die 17 Meisterschaften gewonnen hatten, als sie so alt waren wie ich. Aber was soll ich machen? Ich habe einfach nicht ihre Skills. Außer sie wollen andeuten, dass ich einfach schummeln soll. Oh, das ist es. Klar, sie alter Fuchsi. Hm? Tja, soll ich den verbotenen Stoß versuchen? Was? Ihre Entscheidung, Pater. Aber beschweren Sie sich nicht bei mir über das zerlegte Mobiliar. Alles klar. Das habe ich noch nie versucht. Ich werde mein Bestes geben. Was zum Geier ist der verbotene Stoß?
ich jetzt irgendwas anderes anspielen? Sind jetzt der verbotene Stoß, Mann. Der gehört auf den Tisch, damit ich spielen kann. Pater Royce Kreide. Ihm die wegzunehmen, wäre so schwierig, wie einen Mogwai zum Fasten zu bringen. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Nee, ich hasse bunte Bälle seit... Nee. Was ist denn der verbotene Stoß? Mal im Ernst, Pater. Wenn was kaputt geht, sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ja, okay. Mal im Ernst, Pater. Ja, okay. Was zum Geier ist der verbotene Stoß? Nun nehme ich das hier. Vergiss es. Die Angel? Ich denke... Ich habe keine Ahnung, was hier der verbotene Stoß sein soll. Es gibt keinen Grund. Hä? Jetzt kann ich wieder nur die Spielkugel anspielen. Das macht doch keinen verdammten Sinn. Haben Sie das gesehen, Pater? So versenkt man alle auf einmal. Ja, danke schön. Ich muss hier... Er sieht gerade nicht hin. Okay. Die Lampe war's. Nicht jetzt. Es sollte wohl klar geworden sein, dass Pater Roy nicht der Gesprächigste ist. Ja, das wissen wir ja. So, was sagt sie jetzt dazu? Sieht so aus, als wenn sie heute nicht mit mir reden will. Tja, ihr Pech. Okay. So, jetzt haben wir tatsächlich die Kreide. Jetzt hat er einen schicken blauen Hut. Gucke mal an. Na cool. Hätten wir das. Und ich weiß schon wieder, wir machen hier schon wieder irgendwas, wo ich noch gar keine Ahnung habe, wofür wir das gebrauchen können. Ich bin falsch. So, die Figur jetzt hier rein. Sehr schön. Kein Tropfen mehr. Was? Was zur Hölle? Der verfickte Koala hat meine Figur geklaut. Herr, warum ich? Warum? Okay, alles klar. Jetzt kommt die Angel. Aber ich weiß trotzdem nicht, was das jetzt soll hier. Wofür wir den brauchen. Ich steh doch hier nicht rum, bis das Vieh sich den Köder schnappt. Was? Versteck des kleptomanischen Koalas? Dann würde ich die hier in das Loch stecken. Nur hoffen, dass er den Köder schluckt. Da ist er doch schon. Auf keinen Fall. Hä? Ich denke mal, nein. Sekunde mal. Im Moment nicht. Hä? Nix fixiere. Ich glaube nicht, dass er mir die gibt. Ich will... Ach Mann, ey, geh doch mal weg. Ich will hier nur an was Ding da, an mein Buch dran. Kommt wieder der tolle Teleskopstab. Damit kann ich den Koala nicht fangen. Warum nicht? Wo soll ich den denn sonst fangen? Hiermit. Das muss ich nicht aufhübschen. Junge, womit soll ich den Koala denn fangen? Blöd. Ich muss den Koala irgendwo mitfangen. Ich frage mich aber gerade, womit hiermit?
Ich glaube nicht, dass das was bringt. Womit kann ich denn diesen Qualheiz fangen? Hiermit vermutlich auch nicht. Das macht kein... Der lutscht jetzt die ganze Zeit den Drops da. Das macht kein... Hey, Leute. Jetzt habe ich die Figur und Batterie, Radio. Das macht alles keinen Sinn. Hiermit vielleicht. Damit will ich den Feuerlöscher... Was? Soll ich ihn festkleben oder was? Das muss nicht... Damit kann ich den Koala. Warum nicht? Ich glaube, wir sind zu schnell. Ich glaube, mir fehlt irgendwas, womit ich den Koala fange. Das ist keine gute Idee. Eukalyptusköder. Den kann ich also nicht mit Rattengift. Das ist kein... Was? Das Scheißding sieht echt schwer aus. Ich lass das mal lieber. Ich krieg diesen Koala denn gefangen? Jetzt bräuchte ich den Karton. Oder, nee, das bringt auch nichts. Ich bräuchte ein Netz. Ein Kescher. Es gibt... Okay, ich... Ansonsten noch vielleicht einen Hammer draufhauen. Das, aber sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Hier. Was? Es sollte klappen, aber irgendwie... Oh, verdammt nochmal. Ich kann's nicht. Niemand mit auch nur einem Funken Menschlichkeit würde sowas machen. Ich weiß, der kleine Bastard hat mich beklaut, aber er sieht aus wie ein lebender Teddy. Es muss einen anderen Weg geben, einen blöden Koala zu fangen. Ich dachte... Ein Koala? Wo? Alter! Was im Namen von... Befehl von ganz oben. Wir müssen all diese niedlichen Schädlinge ausrotten. Die vermehren sich wie Ratten. Okay, aber fürs Protokoll. Ich bin absolut gegen das, was du gerade getan hast. Kein niedliches Tier sollte je mit einem Hammer geschlagen werden. Weder in dieser Dimension, noch in irgendeiner anderen. Ich wollte gerade was sagen. Oh Mann, ey. Das ist wieder typisch Dedelic. So. Hä? Du hast keinen Ausweg mehr, du verdammtes Beuteltier. Okay. Gib mir meine Figur zurück. Jetzt habe ich einen. Jetzt habe ich einen Koala. Wow. Das sieht doch tatsächlich wie Captain Red aus. Und ich habe eine Captain Red-Figur, die ich jetzt jemandem verkaufen kann. Okay. Kann ich die Angelrute auch wieder nehmen? Im Moment nicht. Den nehme ich da jetzt nicht weg. Na gut. Also ich meine, wir sind ein bisschen weitergekommen. So, ansonsten. Was soll ich mit dem Koala? Kuala Lumpur? Nein, keine Ahnung. Wir gehen mal zur Sci-Fi-Con. Ich frage mich immer noch... Warte mal. Nein, was mache ich denn jetzt? Hallo, hallo, hallo? Gehen wir hier. So. Die kann ich vielleicht verkaufen für mehr Geld, damit wir den Ring kriegen. Den Koala könnte ich vielleicht jetzt hier dem Typen geben. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Plutonium-Ding machen sollte. Die sehen ja niedlich aus. Aber ich bin sicher, die sind giftig. Das macht kein... Das weiß ich noch nicht so genau. Das macht kein... Und was mache ich mit der Visitenkarte?